Hi, ich bin der Markus Siemer von Ground & Pound TV. Ich stehe mit dem Ulash Aslan, der jetzt in 6 Siegen unbesiegt ist. Und du hast einen Gegner gehabt, von wegen, auf den du dich gar nicht vorbereiten konntest. Ne? Auf den Benjamin Molnar. Der war ja eigentlich noch eine große Unbekannte. Richtig, richtig. Also, ich konnte ihn auch gar nicht einschätzen. Mir wurde gesagt, dass er vom Ringen kommt. Dann habe ich seine Aktionen gesehen im Stand, auf dem Video zum Glück noch. Da kam einiges. Also, wäre ich da nicht vorbereitet gewesen, wäre es eng geworden. Also, er kann wirklich was, der Junge, der konnte es leider nicht zeigen. Und ja, vielen Dank an ihn, dass er eingesprungen ist, ganz kurzfristig, vor 3 Tagen erst Bescheid bekommen. Mein Gegner ist ja leider ausgefallen, was mich sehr geärgert hat, zumal er es selber verschuldet hat. Über weitere Details brauchen wir nicht reden, aber es war einfach keine gute Aktion. Das muss ich einfach einmal loswerden. Und ja, vielen Dank an ihn nochmal, dass er gekommen ist, an den Benjamin Molnar. Ich wünsche ihm noch ein paar gute Kämpfe hier. Und zudem hat er auch noch Untergewicht gehabt und trotzdem gekommen, das ist Herz. Und es haben sich viele nicht gemeldet oder viele haben nicht kämpfen wollen. Und deswegen bin ich sehr dankbar. Ja, also es ist ja unglaublich. Also 3 Tage, ne, dann auch gegen Mann wie gegen dich und so. Er hat auch heute im Kampf auch richtig Herz bewiesen. Er hat ja einiges eingesteckt, also ordentlich. Und ne, also den kann man auch nicht hoch genug loben. Und Ulash, also super Kampf. Auch die Armbar am Schluss, die hast du super vorbereitet. Also, ja, das war dann einfach, er war weich geklopft. Wenn man so sagen kann, er hatte die Kondition einfach weg. Ich habe ihm viele Körpertreffer auch verpasst. Und von daher fiel mir das relativ leicht, sage ich jetzt mal. Und ich konnte ihn halt ganz gut kontrollieren. Und ja, war auch ein schönes Ende. Ja. Gibt es noch irgendwas, was du jetzt den Ground & Pound Zuschauern nochmal sagen möchtest? Oder was dir auf dem Herzen liegt? Leute, vielen Dank nochmal an das super Feedback von euch. Von allen, die sich das hier antun, mit uns anschauen. Vielen Dank. Danke auch an Phantom, an Vintage Fighting, die Sponsoren. Und das war's von meiner Seite. Bleibt ja dabei, Leute. Und dir danke für den super Kampf, Ulash, ne? Danke für euch. Für eure Freude, ne? Hau rein. Ciao. Ciao. Ciao.